Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lost Odyssey. Seit dem letzten Mal habe ich den Lift einfach nur nach oben bewegt und mich nach rechts begeben. Ich hatte schon wieder eine schöne Begegnung mit einem Experiment Nummer 1, also... Sie sind immer noch genauso nervig wie vorher, dementsprechend kann ich es immer noch nicht empfehlen, gegen sie zu kämpfen. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube. Ja. Fürstenohrringe. Ja, sie sind immer noch nervig, tun weh, heilen sich immer noch nebenher, also... Verteidigung, physische Verteidigungsstärke finde ich gut. Dann sieht das erstmal nehmen. Ja, naja. Und jetzt müssen wir hier hoch, glaube ich. Behaupte ich immer so. Ich bin gut, ne? Ich würde mal sagen, wir müssen hier diese Leiter hoch. Ja, ganz klar. Guckt euch diese Leiter an. Magische Kontrollsektion ist schon mal gut. Denn hier haben wir... eine Mana-Blüte. Jetzt kann ich auch schon wieder gehen. Dieses Ding will ich gar nicht erst aktivieren. Oh ja, wir haben hier mehrere Leitern, mehrere Wege mal wieder. Was soll man dazu sagen, ne? So ist das halt. Dieses Teil wollen wir wiederum aktivieren. Was ist das denn? Ich kann es greifen. Okay, was auch immer. Habt ihr gesehen, wie ich es gegriffen habe? Ah. Okay. Ich hab keine Ahnung. Wenn der große Stab funktioniert, so wie er jetzt gerade ist, heißt das, ich mache ihn gerade kaputt? Oder heißt das, ich repariere ihn? Und wenn das heißt, ich repariere ihn, warum mache ich das? Übrigens, bei Experiment Nummer 1 werde ich jetzt rennen. Ich werde wahrscheinlich aber den rennen, weil das einfach nur zu zeitkonsumierend ist. Dementsprechend mir egal. Ich meine, ich heile einmal gut und dann sage ich Tschüss. Das ist prinzipiell die Unschussfähigkeit von Lost Odyssey. Und da die Kämpfe ein bisschen zeitkonsumierend sind, ich leveltechnisch gut genug dabei bin, denke ich mal nicht, dass wir hier weiter kämpfen müssen. Hätte ich auch greifen und reinpacken? Ja. Was auch immer ich hier gerade mache. Das ist eigentlich eine Schatztruhe. Hm. Ich kann diese Dinger nicht mal aktivieren. Okay. Was mache ich gerade falsch? Wahrscheinlich muss ich das Ding da wieder drücken, nachdem ich es aus Versehen rausgenommen habe oder so. Ich habe keine Ahnung. Bist du wohl... Also nö, der ist gedrückt. Dann hier? Habe ich da noch was vergessen? Ja, scheinbar. Meine Güte, wir haben es bald, wir haben es bald. So viele Knöpfe gibt es ja nicht. Gut. Hier finden wir ein Ambrosia. Ah, dann probiere ich es halt jetzt nochmal. Ob ich da jetzt was drücken kann. Irgendwann werde ich da ja wohl was drücken können. Da war immerhin eine Schatztruhe, ich meine nur. Ja, jetzt drehen sich die Dinger. Das heißt, ich kann sie anhalten, nehme ich an.
Ja, toll. Goddammit. Jetzt aber. Jaha. Ja, das war ein Ticken zu früh. Ich dachte nur nicht, dass ich so schnell an den Knopf komme. Ja, aber das Timing ist ganz einfach. Eigentlich immer schön, wenn sie zur Seite stehen, dann einfach mal klicken. Gut, das sollte hinhauen. Ja. Das sollte ausreichend sein. Und dann ist gut. Ihr könnt mich mal. Ja. Ihr wisst ja, eigentlich bin ich nicht so der Typ für, ich hau mal aus dem Kampf ab, aber... Naja, persönlich würde ich einfach sagen, die Kämpfe hier sind es nicht wert. Ja, die Gegner sind ziemlich ätzend, dafür bekommt ihr sehr wenig wieder raus. Ich würde zwar eigentlich gerne Spezialzubehör Stufe 3 haben, aber dafür würde ich zum Beispiel erst einen Speicherpunkt suchen, um da zu trainieren. Lindwurmschweif. Das ist eine neue Schlagwaffe. Die natürlich immer noch nicht besser ist als das, was wir haben. Ich glaube selbst... Doch, hier ist es besser. Entersäbel mit dem Bild eines fliegenden Drachen. Finde ich schön. Okay. Seht ihr, da hat es sich doch mal gelohnt. Finde ich, ne? Okay. Jetzt können wir wieder dahin gehen, wo unser Transportationslift ist, oder wie man immer nennen möchte. Also, zurück. Da, zurück. Danke. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier hin. Wobei ich da nicht hundertprozentig sicher bin, aber wir werden es sehen. Ich glaube schon. Müsste richtig sein. Ja, denn jetzt können wir dieses Teil hier benutzen. Hat es auf jeden Fall anders aufgehört. Das ist, glaube ich, gut. Ja. Denn jetzt können wir hier rüberspringen. Wuhu! Für mehr Schätze. Kennen wir ja. Mehr Schätze sind immer gut. Ja, aber das ist diesmal irgendwas, was ich einfach vernichten kann. Wahrscheinlich nicht. Ihr habt so viele Kämpfe eurer Zeit hier mit mir gesehen. Jetzt ist es, glaube ich, mal an der Zeit, dass ich einfach ein bisschen verdufte. Wobei ich nicht genau weiß, warum dieser Kampf jetzt so schlimm sein sollte. Denn in dieser Reihenfolge kann ich den vorderen ziemlich schnell ausknocken. Dann hat man noch diese Puppenviecher. Ob die wieder mit Toxin kontern, ist wieder die andere Sache. Ja. Abwegig wäre das ja nicht. Müssen wir ja mal wirklich sagen. Reflexion, schön. Okay. Also ein Reflexzauber prinzipiell einfach nur, wie es der Name schon sagt. Aber ich wollte es doch mal sagen, ja, es ist einer. Okay, und jetzt müssen wir wieder hierhin zurück. Ja, wir haben echt Langeweile hier in diesem Dungeon gehabt. Sagt das für mich prinzipiell aus, als wirklich ein Hin und Her, ist meine Güte. Ein bisschen hier, ein bisschen da. So, jetzt muss ich, glaube ich, dich drücken. Ne? Ne, muss ich nicht? Okay. Ich muss auf jeden Fall zu einem Lift. Wo war der nochmal? War das hier oben? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung.
Nein, das war der nicht. War doch mal der Lift hier. Ich weiß, dass hier noch ein Lift war. Jetzt fragt mich nur nicht mehr, wo. Was hier unten? Nee. Kann nicht sein. Hier oben? Ja, ich glaube, hier oben ist gut. Irgendwo hier war ein Lift. Ja, genau. Der Lift. Die Schatzruhe haben wir ja zum Glück. Meine Güte. Oh, haufenweise magische Infanterie. Hm. Da habe ich ja fast Lust zu kämpfen. Ich glaube, das machen wir sogar. Erde. Dann brauche ich Luftus. Kuk hatte Zauberreduktion Stufe 2 gelernt. Diese Fähigkeit ist sehr, sehr interessant, denn damit kann sie noch schneller zaubern. Das heißt für uns im Klartext, in einer Runde kann sie Zephyra zum Beispiel machen. Das ist schon verdammt gut. Ja, Spezialfähigkeit, ne? Shiny. Die anderen hinten, die zaubern sich einfach eine ab. Ist auch in Ordnung. Fragt sich halt, was sie da hinten zaubern, aber ich denke, das finden wir jetzt leider gleich raus. Von daher, was soll das schon? Der weg. Der hat noch ein bisschen, der wird aber gleich von Keim eliminiert und dann geht's halt an die hintere Reihe. Hatten die gerade schon noch eine Stufe zu zaubern? Warum jetzt nochmal? Na egal. Ja, alle Erde, all so ein Zeug. Da werde ich euch gleich einfach demonstrieren können, dass Kuk halt jetzt in einer Runde ein Zephyr durchbringt, was ich ziemlich cool finde. Der dürfte dann weg sein, nachdem alle angegriffen haben. Ja, da seht ihr. Sie ist zwar immer noch ganz hinten dabei, aber sie kann in einer Runde ein Zephyr raushauen. Und das finde ich echt gut. Dementsprechend magische Infanterie in der Menge wirklich nichts, wofür ich mich fürchten muss mittlerweile. Was ich gut finde, habe ich wenigstens einen Kampf, wo ich ein paar FP noch kriegen kann. Bei der restlichen Kämpfe, ich weiß nicht, da ist dieser Zeitaufwand gegenüber der Sache, die ich da wirklich erhalte dadurch, wirklich... Wieso darf der zweimal? Ich will das jemand erklären. Ja, und da ist Kuk weg. Wieso dürfte der jetzt zweimal? Warum darf ich nie zweimal? Verstehe das, wer will. Macht für mich persönlich absolut keinen Sinn. Sei denn, es gibt eine Fähigkeit aller Doppelzauber, an die ich mich gerade nicht mehr erinnern kann. Und ich wette, es gibt die. Dementsprechend... Ja, haben die scheinbar die Fähigkeit, doppelt zu zaubern. Schön. Neben ihm sein Kollege fällt zu Boden, aber ihm ist das egal. Er schlitzt weiter auf uns ein. Ja, man merkt, die Kämpfe dauern trotzdem lange. Ne? Ob es jetzt den Kostenaufwand hier wert ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich habe gedacht, wir machen das eben schnell, weil dann haben wir das schon mal hinter uns. Vor allen Dingen nehmen wir die drei Zubehörteile, was die Sache einfach nur noch angenehmer für uns macht. Und das ist es halt, so gesehen, zumindest jetzt mal wert gewesen. Das heißt, prinzipiell können wir einfach nur zwei Zubehörteile auswechseln gegen drei Zubehörteile. Wo haben wir es denn? Zwei Zubehör, da. Drei Zubehörteile. Das können wir jetzt halt bei jedem machen. Und dann können wir halt ein weiteres Zubehörteil, was wir hier noch haben, ausrüsten. Ist aber gut. Gefällt mir. Achso, und ich sollte die Fähigkeitverknüpfung dann wieder umändern in was auch immer. Doppelte Erfahrung. Was es noch so alles Schönes gibt, hatte sie denn doppelte Beute. Kann sie eigentlich... Ja, reduziert die Zauberzeit. Kann sie lernen, finde ich gut. Ja, dann gucken wir mal.
Geistmagie, Kelonon und so bereit, zufällige Feuerwiderstand hoch, Schwindel, Zauberkotter, Frontangriff, Trackverstärker, maximale TP weiter hoch, ist auch ganz interessant, aber naja. Wollen wir einfach Verteidigung verstärken, ist völlig in Ordnung. Tja. Hat sie den eigentlich ausgerüstet als Fähigkeit, dass das nichts anzeigt? Ja, hat sie. Uninteressant. Machen wir da draus doch einfach mal Verteidigung verstärken. Dann kann sie den Machtarmreif so haben und gut ist. So. Du hast doch bestimmt noch nicht alles gelernt, oder? Na, noch nicht ganz. Wir arbeiten aber dran, wie man sieht. Was auch gut ist, ne? Ist ja nicht so, als würde ich jetzt sagen, das ist schlecht. Das sollte sie anlassen. Okay. Dann darf Cook jetzt wieder heilen. Die meiste Zeit muss sie ja zum Glück nichts machen, weil wir dann einfach wegrennen vor den Gegnern. Aber wenn sie heilen muss, dann ist es halt so. Da muss sie mal heilen. Ja, das hat jetzt, glaube ich, 3 Minuten gedauert oder so. Also, bläh. Das ist das, warum ich hier nicht gerne kämpfe. Gut, wir sind im finalen Dungeon, da ist das halt so. Vorletzten Dungeon. Es ist wirklich der vorletzte Dungeon, ich lüge nicht. Es ist der vorletzte Dungeon. Ist das? Das Portal zu unserer Welt. Von dort kommt ihr her? Ja. Du gehst doch nicht zurück in deine Welt, oder? Ich meine, ich will dir nichts vorschreiben, aber überlegst du noch? Nein, denn mein Herz hat bereits entschieden. Okay, ja. Wir haben jetzt hier wieder einen altbekannten Platz, glaube ich sogar. Müssten wir eigentlich schon mal gewesen sein. Ja. Gehen wir mal hier runter, denn hier müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr Cutscene-Gedöns kommen. Und dann kann ich den Part hier an dieser Stelle erstmal beenden. Was zum Teufel ist das? Es enthält eine enorme magische Energie. Was können wir tun? Oder was kann das sein? Entschuldigung, nein. Sieht irgendwie aus wie eine Grasmaske. Ja. Ah, anscheinend haben wir die Hauptenergiequelle hier gefunden. Das war Seth's Stimme bei Seth, aber egal. Gut. Da müssen wir jetzt ein bisschen Hand anlegen, aber das machen wir dann erst beim nächsten Mal, denn meine Güte, diese Kämpfe, die schlauchen unglaublich. Nun ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen und tschüss.